Wir haben Regeln für die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die aber in die Jahre gekommen sind. Sie entsprechen nicht mehr, was der Verbraucher wirklich erwartet. Da haben Sie dann den Himbeer-Vanille-Tee, wo eines nicht drin ist, Himbeer oder Vanille. Das ist dann auch schon eine Täuschung. Der Verbraucher soll wissen, was wirklich in dem Produkt drin ist, damit er sich entscheiden kann. Wenn er dann den Fruchtjoghurt ohne Früchte will, das ist okay. Wenn er ein Produkt mit Zucker will, vollkommen in Ordnung. Wir schreiben niemandem vor, was er zu essen hat. Aber wir wollen, dass ein Verbraucher sich dann auch richtig informiert entscheiden kann. Natürlich können Sie heute schon durch den Blick auf die Inhaltsstoffe erkennen, was in einem Produkt auch drin ist. Vorausgesetzt, Sie sind Chemiker, beherrschen unterschiedliche Sprachen, denn das ist schon ein Problem, wirklich zu erkennen, was verbirgt sich zum Beispiel hinter E und so weiter und so fort. Wir wollen absolute Klarheit für den Verbraucher. Der Verbraucher soll wissen, was er am Ende in den Einkaufskorb tut. Er soll diese Entscheidung bewusst und informiert treffen können. Dafür braucht er aber Ehrlichkeit, Klarheit und Wahrheit.